Ich weiß persönlich nicht, warum. Peter Pilz macht ernst. Er bringt nun doch eine Anzeige gegen Norbert Darabosch und Alfred Gusenbauer ein. Noch am Donnerstag will er eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien senden. Pilz wirft den beiden SPÖlern Untreue bzw. Beitragstäterschaft vor. Beim Eurofighter-Untersuchungsausschuss am Dienstag äußert sich Pilz mit den Worten: Der ehemalige Bundeskanzler bezichtigt seinen ehemaligen Verteidigungsminister öffentlich der Lüge. Entscheidend ist dieser schriftliche, handschriftliche Vertrag vom SPÖ-Hotel in Altmannsdorf. Gusenbauer sagt, er ist mir nicht vorgelegt worden vom Verteidigungsminister. Und der Verteidigungsminister hat hier unter Zeugenpflicht ausgesagt, ich habe den Bundeskanzler über jeden Verhandlungsschritt detailliert informiert. Einer der beiden hat unter Zeugenpflicht die Unwahrheit gesagt. Deshalb fordert Peter Pilz jetzt, dass die Staatsanwaltschaft den Verdacht der Untreue prüft. Pilz will in seiner Anzeige auf die Protokolle des U-Ausschusses verweisen, speziell darauf, dass es vor dem in Paris ausverhandelten Vergleich mit der EADS im Juni 2007 bereits ein erstes handschriftliches Papier gegeben hat. Dieses ist im Mai 2007 im SPÖ-Gartenhotel Altmannsdorf abgefasst worden und stellt nach Ansicht der Grünen bereits einen rechtsgültigen Vertrag dar. Zudem ist Pilz der Meinung, dass dieser der Republik deutlich bessere Bedingungen geboten habe. Im U-Ausschuss hatten allerdings beide Seiten die Rechtsgültigkeit bestritten. Österreich habe mit dem späten Vergleich auf Millionen verzichtet, konkret etwa auf 10 Millionen Euro, die eigentlich für die Vertragsvergebührung bei der Finanz fällig geworden wären. Ein Gegenwert dafür sei laut Pilz nicht erkennbar. Ein solches Ministergeschenk an Eurofighter könne den Tatbestand der Untreue erfüllen, so Pilz. Gusenbauer sieht er hier als Beitragstäter. Pilz sieht seine Anzeige als Formalakt. Er will auf Nummer sicher gehen, um eine mögliche Verjährung der Causa zu verhindern. Die Frist beträgt 10 Jahre. Noch vor kurzem meinte er, sich damit mehr Zeit lassen zu können, weil die Ausarbeitung der Detailvereinbarungen des Vergleichs sich damals bis ins Jahr 2008 gezogen hatte. Aber dieses Opfer ist eines der überraschendsten und seltsamsten Ergebnisse dieses Ausschusses.